So, bei mir ein kleiner Einwurf. Uns greift der Theoderic Gausser an aus den Nordlanden, die kleine Ratte. Hat sich entschieden anzugreifen. Und das, obwohl er schon heftigst aufs Maul gekriegt hat. Und ich will das Gefecht jetzt führen. Ich will gucken, wie weit ich mit den 5 Einheiten in Weißmund komme. Ansonsten seht ihr natürlich in der nächsten Folge die Rückeinnahme. So. Truppen hast du ja nicht viele, aber der Gegner hat halt. Der Gegner hat dir im Prinzip nichts entgegenzusetzen. Der hat fast nur zerstörte Truppen. Ja. Ich verstecke mich jetzt erstmal hinter der Siedlung und lasse ihn rankommen. Kannst aber vorspulen. Ja, das könnte man tun. Ja, so. Nein, 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 nein. Jetzt habe ich aus Versehen rechts geklickt. Die Speersoldaten vielleicht eher dahin schicken. Ein Solltest bisschen auch um langsam. deine Fernkämpfer ran. Ach, du hast keine Fernkämpfer. Ich habe keine Fernkämpfer hier. Dann Ist ist mein deine Problem. Wartentaktik aber nicht die beste. Ne, nicht so wirklich, ne? Nee, weil er hat Fernkämpfer und zwar nicht wenige. Und er bringt sie gerade alle schön in Position. Mit allen Truppen was tun. Oh, die halten aber auch aus, meine Güte. Das Problem ist halt, dass er hat halt den riesen Vorteil, dass er Fernkämpfer hat, ne? Das versucht er, glaube ich, gerade auch auszunutzen. Gar nicht Muss so dringend doof. auf seine Nahkämpfer gehen. So, das war erstmal ein krasser Schlag in sein Gesicht. Held ist tot. Verwundet, nicht tot. Ach so. Das heißt, Aber der der. heilt sich wieder, oder was? Nee, nee, der erst nach der Runde. Also jetzt ist er auf alle Fälle erstmal weg vom Fenster. Du musst Druck, ja genau, Druck ausüben mit den Truppen, die gerade nicht kämpfen. Ja, ich. Warum gehen die nicht drauf? Die scheiß Pferdreiter, wa? Ja, das bringt auch nichts. Den kannst du nicht nachgehen. Du musst schauen, dass er seine Nahkämpfer. Aber dann verliere ich ja auf jeden Fall, weil die Pferde kriege ich ja nie los. Ja, aber du kannst ihm auch nicht folgen. Es geht nicht. Okay. Du kannst Das ist nur hoffen, dass bitter. du dadurch seine Nahkämpfer so weit ausschaltest, dass nur noch die Bogenschützen da sind. Und dann kannst du sie nur noch in die Flucht schlagen, indem dass du auf sie zustürmst, mit dem, was halt noch da ist. Oder ich kreise sie jetzt ein. Lauf ihn nicht nach, gehe zu den nächsten, nutz deine Truppen.
Das ist ein Trupp oder was? Dein Heldentrupp bewegt sich gerade nicht oder zumindest zu langsam. Beweg dich immer auf Gegner zu, nie einfach aufs Feld, wenn du sowas machst. Nee, hatte ich auch nicht vor. Okay. Die haben gerade irgendwas gemacht. Weil dann stürmen die nämlich auf die Gegner zu und das kippt auch schon die Moral von denen. Zumindest minimal. Muss sie bis zum Rand treiben, gefühlt. Du läufst mit zwei Einheiten gerade einem Trupp hinterher, gell? Das weißt du. Genau. Immer aufteilen. Maximale nutzen. Der hintere läuft auch gerade denen hinterher. Na gut, hier ist jetzt auch nicht mehr viel. Ja, ja. Aber wenn du alle hinter einem herlaufen lässt, macht's keinen Sinn. Ja, das ist auch wieder wahr. Boah, ist aber noch ein weiter Weg. Ja, die kannst du ja noch mal schneller vorspulen lassen. Ach ja, stimmt. Nun komm. Genau, die links sind am Fliehen, deine Truppen abziehen und den anderen Bogenschützen hinterher. Ja, warte. Muss deine Schwertkämpfer jetzt auch, genau. So ein Gefecht ist absolut nervig. Ihr solltet doch sprinten. Da ist nicht mehr drin, die sind halt schon sehr müde. Genau, da oben die Truppen, ja, sehr schön, die fliehen jetzt auch. Der Sieg ist nah, sehr, sehr gut. Ha! Mit keinen Einheiten. Gibt auch gleich ein Achievement, outgunned und outmatched. Der Gutbub hat gewonnen. Wir schlachten jetzt alles ab, was noch lebt. Oder wir versklaven die. So, das war's dann jetzt. Bye bye. Ciao.